Wir spielen Vigo Vacation, ja. Und fahren mit der Bimmelbahn, la 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 la. Hut an ein Part von We Go Vacation. Ich habe einiges mit euch zu bereden, aber das mache ich danach, wenn ich das, was ich machen wollte, gemacht habe. Und zwar gehen wir erstmal etwas nachschauen, indem wir erstmal ins Seeresort gehen. Und dann schauen wir, was uns noch fehlt. Uns fehlt nämlich noch Goldschlüssel, die wir machen wollen. Und da werde ich euch auch noch gleich sagen, wie wir das in Zukunft auch machen mit Go Vacation, weil letzte Zeit ist ja nicht viel gekommen, habt ihr mitbekommen selber. Aber das werde ich euch jetzt gleich sagen. Willkommen im Seeresort, Mari. Du hast 747 fast zu diesem Start gefunden. Du hast 747 die Tatsache vor dir machen lassen. Bis später. Ja, und gerne. Bis später mal. Wir müssen mal schauen, was wir noch nicht gemacht haben. Wir haben natürlich die Silberschlüssel alle, das wissen wir schon. Die Goldschlüssel haben wir noch nicht alle. Die haben wir schon alle, die auch. Dann fehlt uns noch das hier. Alle Anlegeplattformen benutzt. Und die Trickpunkte. Die Trickpunkte werden wir dann mal im Stream machen. Und ja. Und ja, genau, das mache ich einfach, dass ich euch das sage, wie das funktioniert. Heute erstmal den Resort-Reiseprofi alle Transportmittel verwendet. Transportmittel sind, soweit ich weiß, die Sachen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gehe, hier drauf. Das sind Transportmittel hier. Genau, hier steht es auch unten. Ne? Wenn ihr unten schaut, ich kann noch kurz hinschauen, hier. Dann warten wir kurz, bis es mal durchgeht. Jetzt hier, wenn es hier losgeht. Dieses Transportmittel verwenden. Durch Auswahl eines Charakters wird das Transportmittel gewechselt. Drücke zum Wechseln Plus oder Minus. Ihr könnt hier sehen, hier oben kann ich das Transportmittel wechseln. Steht auch hier, Transportmittel bestätigen. Also Transportmittel ist hier Gehen und Schwimmen, Chatboot, Quad, Gehen und Schwimmen, Chatboot, Quad. Ja, eben die drei Sachen, also Gehen und Schwimmen, Chatboot, Quad. Die Sache ist halt die, ihr geht immer automatisch, wenn ihr das erste Mal da seid im Resort, deswegen ist es ziemlich egal. Und im zweiten Resort, also im, wenn ich jetzt mal ins Stadtresort gehen würde, da ist es eben Inline Skates und das zweite ist ein Skateboard. Beim dritten sind es dann schon mehr, das sind dann vier. Und zwar ist es einmal die Skier, einmal Snowboard, einmal Schneereifen, einmal das Schneemobil. Und dem Bergresort ist es das Kanu, also das Kajak. Dann noch das Pferd und eben der Geländewagen. Und wenn man mit allem mal, alle mal ausgewählt hat, bekommt man eben diesen Stern. Der hier ist, hoppala, machen wir kurz nochmal durch. Der hier ist Transportmittel benutzt. Wir machen jetzt mal die alle Anlegeplattformen. Das ist ein bisschen kniffliger, aber auch nicht so schwer. Wir nehmen einfach noch kurz diesen Ballon mit, weil der hier einfach so gut liegt gerade. Die Sache, Ballon aufheben, jo. Tauchen für Sichtung 5. In der Nähe der Meerjungfrau in der Hartscherbucht hat sich ein Blugerweibchen samt Jungtier, kann man die beobachten. Das Kalb hat eine andere Farbe als die Mutter. Ja, das hatten wir schon. Wir haben ja Tauchen vollständig abgeschlossen. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, dann schaut die beiden Streams an und die Tauchvideos in der Playlist. Wir können mal hier schauen. Hier sieht man ja die Anlegeplattformen. Sieht man hier eben durch diese Logos. Gehen wir mal zu 2. Und dann gehen wir hier hin. Dann sehen wir hier, ist eine Anlegeplattform, dieses rosa, ne? Und dann müssen wir einfach mal alle verwenden. Also wir machen hier, nehmen die hier, steigen aus, sind in der nächsten. Dann verwenden wir die nächste. So müsst ihr das machen. Upsala, ja, natürlich sollte man es gleich treffen. Ich würde sagen, ich mache dann einfach mal Schnelldurchlauf. Und dann sind wir hier durch. Was wir auch noch machen müssen, sind die vorne, also die ganz hier am Anfang, die Flugzeuge gehören auch dazu. Also alles rosane eben, wo man halt rein kann. Die Flugzeuge habe ich schon alle gemacht. Ich werde sie trotzdem mal auslösen, damit ihr wisst, wie es aussieht. Einmal so. Das war jetzt C. Dann einmal B und einmal A. Und dann war es das mit dem Resort und wir müssen ins nächste gehen. Das gilt nämlich für alle Resorts. Ich weiß auch gar nicht, ob hier sogar was steht, ob wir schon alle verwendet haben. Wenn wir hier mal schauen, Anlegeplattform, Flugzeug, ja, weil wir es schon am meisten gemacht haben. Die Anlegeplattform haben wir halt einfach kaum gemacht in dem Let's Play bisher. Aber wir haben es auch nicht gebraucht. Da wollte ich eben Parts verwenden, wo ich einfach was erlede oder
wie auch immer, bisschen Real Talk mache. Da könnte ich mal so eine Anlegeplattform machen, mal schauen, wie ich das machen kann. Werden wir dann mal sehen. So, im Stadtresort. Leute, willkommen im Stadtresort. Du hast das 77 schon in diesem Resort gefunden. Du hast 77 der Tag zur Verfügung gefunden. Warte, wir machen das ein bisschen später. Genau, also hier gibt's ja, wenn man hier so schaut, hier gibt's eben Inlineskates, Skateboards und Gehen. Das sind halt die drei Sachen, die man machen kann, die Transportmittel in diesem Resort. Wir gehen mal hier, also ihr seht's hier, hier ist die Trambahn. Die Straßenbahn ist hier eben die Anlegeplattform. Dann steigen wir ein, gehen weiter ins nächste und so weiter. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. So, das war's dann hier vom Stadtresort und wir gehen weiter ins Schneeresort. Ich glaube, im Backresort habe ich sogar schon alle. Deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich hier im Schneeresort schon Sterne bekommen. Aber natürlich zeige ich euch trotzdem im Backresort, wo die da auch noch wären. Aber wir werden sehen, vielleicht habe ich ja doch im Backresort irgendwas vergessen. Oder, naja, schauen wir mal, ob das klappt. So, Schneesturm. Meine, willkommen im Schneeresort. Das 77. Schatz zu dem Resort gefunden. Das 77. Tag der 5. Wir machen das ein bisschen später. Wir schauen einfach mal hier. Gibt es sehr, sehr viele. Ich mach das mal so. Sind wir schon ganz hoch geflogen? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Helikopter und dann die Sesselliffe. Erstmal der hier, das ist Nummer 1. Dann gehen wir wieder ins Tal. Mit dem Schneemobil geht es am einfachsten. Also hier sind eben die Transportmittel. Gehen, Skier, Snowboard, Schneemobil, Schneereifen. Genau. So, wir machen Schneemobil, es geht einfach am schnellsten. Wir hatten jetzt den 10er bisher, dann machen wir jetzt noch den daneben. So. Und dann auch noch den daneben. Ja, natürlich müsst ihr das nicht so schnell machen wie ich. Ihr könnt es natürlich auch durch Zeit lassen und so weiter. Und ihr einfach mal eh bekommen. Aber wenn ihr halt den Stern noch nicht habt und ihn unbedingt bekommen wollt, dann wisst ihr jetzt so, wie es geht. So, dann gehen wir hier hoch. So, hier oben. Gehen wir nach unten. Dann sind wir noch hier und dann noch das linke. So. Das hier und noch das letzte. Das ist hier. Springe drüber. Dankeschön. Dann haben wir hier noch den letzten Helikopter, der uns da hochfliegt. Und wir machen weiter mit den Sesselliften. Da haben wir, glaube ich, auch noch nicht alle. Sonst wäre es wahrscheinlich, den Stern wahrscheinlich schon bekommen. Der allererste ist ja hier hinten. Ihr seht es auch ganz gut hier an den Karten. Es gibt 3, 4, 2. Also es gibt insgesamt 6 Sesselifte. Wir fangen mal mit der Nummer 3 an. Die ist nämlich da hinten, ne? Ich sollte sich nicht so einfahren wie ich, das ist ein bisschen blöd. So, hier die Nummer 3. Fahren wir die mal. Aber ich glaube, die sind wir schon gefahren, aber ist ja egal. So, dann sind wir jetzt hier gefahren. Dann die nächste. Ist dann hier die Nummer 4. Und da fährt auch die Nummer 5 gleich weiter, denn oben sehen wir ja schon. So, Nummer 4. Der fährt hier hoch. Und hier ist dann Nummer 5, die fährt dann noch weiter hoch. Dann gehen wir wieder ins Tal runter, dann haben wir noch den 2er, den 6er und den 7er. So, der 2er. Dann machen wir erstmal den 7er und den 6er und dann noch den 2er. Hier den Nummer 7. Dann hier noch runter. Den Nummer 6 noch. Der ist hier und daneben ist noch die 2. Sollte ganz easy sein. So, Nummer 6. Und noch die Nummer 2. Ich glaube, mit dem sind wir... Obwohl, wir wollten hier nicht hin. Wir wollten ja ins Tal und mit dem nach oben fahren. Hier zur 1 runter und dann fahren wir mit der Nummer 2. Der ist da ganz hinten. Ich glaube, mit dem sind wir noch gar nicht gefahren. Es könnte sogar der letzte sein, theoretisch. Und hier ein. Und im alle Anlegeplattformen benutzt. Jedoch, weil ich schon alle gemacht habe im Bergresort.
Und ja, ich zeige euch noch die, die ich im Backresort brauche. Bis ich dann den Goldschlüssel euch zeige. So, wir haben jetzt hier im Schneeresort alle, also erstmal hier die ganzen Helikopter und dieser Lifte. Das hier sind keine Anlegeplattformen, also das sind einfach Wegpunkte, diese Zeichen. Auch im anderen Resorts ist es einfach nur so ein Wegpunkt. Ich zeige noch kurz, welche im Bergresort wären. Und genau, dann zeige ich euch noch kurz den Goldschlüssel, was wir jetzt alles geschafft haben. Ist nicht so der schwere Goldschlüssel, aber man muss wirklich alles gemacht haben. Also halt alle Plattformen. So, das Bergresort. Mario, willkommen Bergresort. Du hast 7 von 7 Schatz, wenn du diesen Resort gefunden hast, an 7 von 7 die Tatsache für ein Foto von dir machen lassen. Bis später. So, die Plattformen sind hier, könnt ihr auch sehen in der Karte, die Trampanstationen. Jedoch, das am Anfang ist natürlich auch eine und das restliche ist einfach Wegpunkte, da ist nichts. Ihr könnt auch sehen, die Transportmittel sind hier Pferd, Geländewagen, Kajak und zu Fuß, wie ich es euch schon gesagt habe. Und das wäre dann der erste Stern gewesen, aber der sollte jetzt, den sollte inzwischen schon begriffen haben. Wir gehen mal hier rein, fahren hier eine Station weiter. Ihr könnt es überspringen oder mitfahren, wie ihr halt wollt. Das könnt ihr ganz so selbst überlassen. So, dann gehen wir hier rein. Upp. So. Dann sind wir hier. Und dann drehen wir nochmal um. So. Und fahren hier noch eine Station. Und dann habe ich euch alle Anlageplattformen gezeigt, die es gibt in Go Vacation. Und voilà, wir sind wieder hier. Und haben alle Anlageplattformen benutzt. Und das waren alle, hier sind eben die Tramstationen, also diese Bahnstationen. Im Seeresort sind es eben diese Flugzeuge und die Boote. Im im Stadtresort sind es diese Trambahnen. Im Schneeresort ist es die Sessellifte und auch die Sessellifte und die Helikopter. Und hier sind es eben diese Bahnen. Genau, dann würde ich sagen, schauen wir uns den Rekord nochmal an. Den haben wir hier. Mal runtergehen. Resortreiseprofi. Also alle Transportmittel benutzen eben die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Mit den Jetski, Quad, zu Fuß gehen, Skateboard fahren, Inline-Skater fahren, Snowboard, Skier fahren, Schneemobil und der Schneereifen und Pferd, Kajak und Geländewagen, das sind dann alle. Und die Anlegeplattform hat ja gezeigt, immer diese lilanen Bereiche, wo ihr eben mit Bahn und den restlichen fahren könnt. Das war's dann von diesem Goldschlüssel. Es wird noch ein kurzer Part kommen, in dem ich Spaßmeister erkläre. Sollte nicht schwer sein, mache ich trotzdem einfach, damit ihr Bescheid wisst. Und dann wird es noch einen Stream geben und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen mit Go Vacation. Aber es ist nur eine kurze Pause gewesen. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr euch fragt, warum Go Vacation jetzt so lange nicht gekommen ist, dann schaut euch letzte Wochenrückfolge an. Diese Folge 25, da habe ich alles erklärt. Ist das anders schon? Ciao. Euer Zickerfreak. Tschüss.